Ich grüße und begrüße euch zur fünften Vorlesung DevOps Technologies im großartigen Sommersemester 22. Wir starten direkt durch mit der Restkiste vom letzten Mal. Ihr erinnert euch, ich bin nicht ganz fertig geworden, weil wir so ein paar Probleme mit dem Rancher hatten. Da möchte ich gleich kurz nochmal drauf eingehen, was man da ändern muss, damit das funktioniert. Ich hatte es zwar im Discord schon einmal geschrieben, aber machen wir es doch hier auch nochmal auf einer Aufzeichnung. Und dann machen wir das, was wir beim letzten Mal eigentlich noch machen wollten, nämlich diese Environments einrichten, indem wir dann später unsere Anwendung deployen werden. Dafür gehen wir einmal kurz rüber in das Rancher, holen uns unser großartiges KeePass. Ihr seht hier oben, ich habe mir jetzt hier auch schon eine eigene Domain gegeben, rancher.sec.devops.unikas.de. So eine habt ihr auch bekommen, wenn ihr mir eine E-Mail geschickt habt, also so den gleichen Aufbau. So, melden wir uns mal hier an. So, und das Problem an der Stelle ist, ich habe euch ja gezeigt mit diesem Update-Befehl, ihr erinnert euch vielleicht, wenn wir uns den vom letzten Mal nochmal angucken, diesem hier, wenn man den verwendet, dann updatet der den Hostname hier, der in dem Helm-Chart hinterlegt ist, mit dem das Rancher deployed wird. Was aber nicht verändert wird, und das wusste ich nicht, Asche über mein Haupt, das war ein Fehler von mir, das wusste ich nicht, ist, dass der intern die Einstellung nicht ändert von dem Rancher. Und das ändert ihr, indem ihr hier links oben auf Global Settings geht und dann hier unter Advanced Settings gibt es dann hier irgendwo die Server-URL. Die muss angepasst werden. Die müsst ihr separat nochmal per Hand bitte auf eure Domain umbauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann ist auch in diesem, wir gehen da mal kurz hin, wenn man dann ein neues Cluster anlegt über diese Import-Funktion, dann steht da auch der richtige Link mit der richtigen Adresse. Den kopiert ihr einfach wieder auf den Server des Clusters, welches ihr integrieren wollt und dann sollte alles funktionieren und alles Blümchen sein. Sollte das nicht der Fall sein und irgendwas funktioniert immer noch nicht und es hat auch mit Neuinstallieren nicht funktioniert und nochmal von vorne anfangen und das hat alles nicht geklappt, dann schreibt ihr mir bitte nochmal. Dann nehmen wir uns einfach in Ruhe einen Termin und reden dann nochmal drüber. So, soweit zu den Themen, die wir letzte Woche hatten. Nein, um Gottes Willen, geh weg. Ich möchte dich doch hier in dieser Vortragsstil. Ich brauche doch dieses Fensterchen. Ich bin nur so aufgeschmissen ohne. So, das möchte ich jetzt in groß. In groß. Bitte, bitte. Warum auch immer das manchmal nicht funktioniert, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Naja, so, damit haben wir das durch. Was wollen wir heute machen? Ich weiß, es hängt euch wahrscheinlich schon so ein bisschen zu den Ohren raus, aber wir müssen noch einmal ganz kurz Git wiederholen und wie das so funktioniert mit diesen Branches und Merging und was packt man wo auf diese Branches. Wie macht man Release? Das müssen wir ganz kurz noch einmal durchgehen, damit wir dann auch danach diese Pipelines verstehen, CI/CD, Continuous Integration und Continuous Deployment. Da gucken wir uns ganz kurz die beiden Tools an, welche wir dafür verwenden werden. Das ist dann einmal GitHub Actions und Argo. Dann gucken wir uns an, was überhaupt Logging, Monitoring und Tracing ist. Und dann gehen wir nochmal auf so ein paar Infrastrukturdienste ein, die wir für das Betreiben unserer Plattformanwendung dann brauchen. Das ist dann einmal ein Artifactory, JCR. JCR steht für, ja, Container Registration. Das J habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, was das heißt. Das CR steht für Container Registration. Ist auf jeden Fall sowas ähnliches wie Docker Registry, also das, wo ihr Docker Container runterladen könnt, nur in fancy. Und dann gucken wir uns doch das Keycloak an, das ist für Nutzerverwaltung, damit wir das nicht selber schreiben müssen. Und danach machen wir wie immer hands-on, ach, Java Container Registry. Na ja, ja. Java, genau, also es steht gerade im Chat, das JSC steht für Java Container Registration. Java, weil das in Java geschrieben ist, das ist von JFrog. Das Artifactory ist schon so ein etwas älteres Tool, schon, wo man alle möglichen Artefakte hochladen kann. So, wenn wir den Theorieteil heute durch haben, dann machen wir nochmal ein bisschen Hands-on. Das weiß ich nicht, ob ich das heute alles schaffe. In der Vorbereitung hat das irgendwie deutlich länger gedauert, als ich das gedacht hätte. Soll heißen, ich habe da so ungefähr anderthalb Samstage dran verschwendet. Eventuell müssen wir das splitten. Naja, wir sehen, wie weit wir kommen. Machen wir erstmal großartig weiter. So, Git-Tooling. Ich weiß, hängt euch zu den Hals raus. Ihr wollt das alles nicht mehr sehen. Wir müssen aber mal ganz kurz darüber reden, was das überhaupt ist. Wir haben
immer einen Master Branch, der jetzt Main heißt, aber hier ist auch noch ein Master. Das ist der Branch, der mit Versionen, zum Beispiel über Tags, versehen wird, auf dem immer lauffähiger, niemals kaputter, vollständiger Code sich befindet. Diese Versionsnummern hier, die richten sich nach dem sogenannten Semantic Versioning. Das setzt sich zusammen aus einer Major-Version, einer Minor-Version und einer Patch-Version. Das vorne ist die Major, dann Minor, dann Patch. Und die werden immer so angehoben, die erste, also die ganz äußerst rechte Zahl, die Patch-Version, da werden, diese Zahl wird erhöht, wenn man irgendwie was auf den Master pusht, was ein Bugfix ist. Ne, zum Beispiel, ich habe ein Typo behoben oder sowas und jetzt plötzlich wird auf meiner Internetseite der Titel richtig angezeigt. Die mittlere Zahl, die meiner Version, die wird angehoben, wenn ich Features hinzufüge. Also immer dann, wenn ich was von diesen Feature-Requests hier fertig in den Develop, dieser Lila, hier ist der Develop-Branch, wenn ich das in den Develop und das wiederum in den Master gemerged habe, dann wird diese mittlere angehoben. Und die erste, also die Major-Version, die wird immer nur dann angehoben, wenn ich einen Breaking-Change mache. Also wenn ich irgendwas ändere, was grob die Funktionalität meiner Anwendung verändert. Das kann zum Beispiel eine neue Oberfläche sein, das kann eine vollständige Reimplementierung sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Rancher mal nehmen, der Sprung zwischen 1.6 und 2.0, der war gigantisch, weil die dieses gesamte Tool neu geschrieben haben. Weil in der 1.6er Version haben die noch ihre eigene Containerverwaltung verwendet, Kettle, und in der 2.0er haben die dann auf Kubernetes gesetzt. Das wäre dann quasi eine Major-Release. Genau, ist glaube ich jedem klar, muss ich gar nicht so genau darauf eingehen. Ich glaube, die meisten kennen das ja hier schon. So, das ist aber wichtig für die CI/CD. So, was ist denn jetzt nun eine CI/CD-Pipeline? Eventuell habt ihr so ein Bild schon mal gesehen. CI/CD ist natürlich irgendwie was, was immer zusammenhängt. Das ist immer ein Prozess, der unendlich lange parallel zur Entwicklung läuft, der eben irgendwie immer beinhaltet, dass ich plane ein Feature, ich code das, ich baue das, ich teste das, ich release das. Das alles ist CI bis zu diesem Release. Und das ist dieser überlappende Part, denn dieses Release, das nimmt man, deployt es, beobachtet es, monitort es, streichelt es und kümmert sich darum, dass das Ding nicht vor die Wand fährt. Und dann geht man wieder zurück in den Zyklus und plant ein neues Feature. Eventuell kommt euch dieses Bild bekannt vor, ja. Das ist nämlich genau das Gleiche, was ich euch ganz am Anfang zum DevOps-Zyklus gezeigt habe. Deswegen gibt es diese, ich will jetzt Vereinfachung nennen wir es mal, dass DevOps und CI und CD-Pipelining irgendwie das Gleiche ist, gibt es diese Anmaßung, dass das identisch ist. Aber das ist es nicht. DevOps beinhaltet nämlich so viel mehr, weil man hier nämlich, ihr seht es nochmal an diesem Bild, so unfassbar viele verschiedene Technologien irgendwie unter einen Hut bringen muss und man dann irgendwie diese eine Person ist, die alles kann, das ist eben genau der Unterschied zwischen dem Ganzen. Und das CI/CD-Pipelining ist im Prinzip nur ein Teil von diesem gesamten Prozess, den man irgendwie beim DevOps benötigt, weil das Ausspielen der Anwendung ist natürlich irgendwie schon eine super Sache, aber halt irgendeiner muss es noch monitoren, beobachten, hin und her. Vollkommen klar, das muss man jetzt auch dazu sagen, dieses ganze Monitoren, Beobachten und hin und her, das ist natürlich auch nur bei sehr großen Anwendungen der Fall. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie eine kleine Webseite baue, so eine, sagen wir mal, Landingpage und ich deploye die und habe dann eine CI/CD hinter, ist natürlich klar, die muss nicht so stark gewartet werden wie einen dynamischen Dienst, den ich im Internet anbiete. Ne? Weil so eine Landingpage, da stehen ein paar Informationen drauf. Da wird vielleicht der Spinner mal geupdatet, der da drauf ist, aber da werden nicht so riesige Updates gemacht, als wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, eine Lärmmessung von irgendwelchen Boxen an Autobahnen vornehme oder sowas. Na, da gibt es ja riesig verschiedene andere Möglichkeiten. Oder einen, was super modern momentan ist, so Predictive Maintenance Systeme in der Industrie, ne, wo es dann irgendwie darum geht, dass ich das Lebensverhalten eines Produktes oder einer Maschine mit Hilfe von KI analysiere und voraussagen kann, das Ding hält jetzt noch einen Monat und mach doch bitte mal da ein Wartungsfenster. Ne? Das sind irgendwie Systeme, die sind komplizierter, die muss man beobachten, die darf man nicht einfach freilaufen lassen. Da benötigt man dann eben entsprechend diese Tools.
So, fangen wir doch mal mit dem CI an. Was wollen wir da benutzen? Habe ich ja schon gesagt, GitHub Actions. Ich habe mir hier mal so ein tolles Bild geklaut, habe das hier in der Mitte weggemacht, was wir nicht brauchen. Wichtig ist, GitHub Actions ist, ja, wie der Name es vermuten lässt, in GitHub integriert. GitHub ist ein Code-Repository-Hoster, wo ihr dann später auch eure Projekte anlegen werdet. Wir machen das über GitHub Classroom. Das kennt eventuell der ein oder andere schon aus vergangenen Veranstaltungen von uns. Da bekommt ihr dann alle ein Repository und mit dem könnt ihr dann arbeiten. Und in diesem Repository definiert man dann sogenannte Workflows. Das macht man auch wieder über so eine YAML. Und in der beschreibt man, was soll denn GitHub Actions tun? Und wenn wir uns jetzt hier nochmal dieses Bild angucken, naja, was soll GitHub Actions tun? Es soll unseren Code bauen, es soll ihn testen und es soll ihn bitte releasen. Releasen bedeutet hier an der Stelle, dass er halt in irgendeine Registry das Artefakt, das Docker-Image, welches er gebaut hat, hineinpushen soll, was in unserem Fall das Artifactory ist. Und wenn das geschehen ist, wir also ein fertiges Artefakt haben, welches wir ausrollen können, muss Argo losgehen, sich dieses Artefakt holen, sich synchronisieren und das irgendwie auf unseren ganzen tollen verschiedenen Environments ausrollen. Also das alles beruht dann mehr oder weniger auf tausende YAML-Dateien, die irgendwelche Dinge konfigurieren, die aber am Ende sagen, wie baue ich mir diese Loop hier zusammen. Und das, was ich euch jetzt hier gerade zeige, GitHub Actions und Argo, das ist nicht der Goldstandard. Das ist einfach nur, das probieren wir mal aus. Also ganz wichtiger Disclaimer, ich zeige hier nur einen kleinen Ausschnitt eines gigantischen Ökosystems und man kann das so machen, wie ich das hier zeige, das ist aber auf gar keinen Fall ein Muss. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist kein Muss. Und dieses Argo-CD hier, das ist eine tatsächlich ziemlich geile Nummer. Wenn wir das aufgesetzt haben, ihr werdet es feiern. Es wird großartig. Das Ding ist wirklich mega, mega geil. Funktioniert wie Sau. Wir haben das letztes Jahr mit Rancher internen Mechanismen gemacht. Das war kacke. Argo ist der Hammer. So, jetzt haben wir CI und CD abgesprochen. Naja, so halb. Wir haben hier noch nicht über dieses Monitoring gesprochen, wie das funktioniert. Naja, machen wir das mal. Monitoring ist immer in diesen drei Geschichten zusammen, also Logging, Monitoring und Tracing. So, wo ist da jetzt der Unterschied? Wir haben haufenweise verschiedene Anwendungen, wir haben die auf haufenweise verschiedener Infrastruktur laufen kann. Logging ist, dass die Anwendungen ihre Logs, also Dinge, die ihr normalerweise mit einem Console-Log oder einem Print-L oder sonst irgendwas ausgibt, gesammelt werden und gespeichert. Ja? Metrics bzw. Monitoring sind Logs von den physikalischen Maschinen. Das ist sowas wie, was bei euch im Task Manager steht oder bei HTOP, also Prozessorauslastung, Arbeitsspeicherauslastung, Netzwerkbandbreite, all solche Geschichten. Das alles fällt unter Monitoring. Das heißt, mit Logging beobachte ich das Verhalten meiner Anwendung und mit Monitoring beobachte ich das Verhalten meiner Hardware. Und Tracing ist jetzt so ein bisschen der Aufsatz auf das Logging, denn Logs, wenn man sie denn hintereinander abspielt, ergeben ja mehr oder weniger eine Art Prozess. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Event nimmt, das sich irgendwie über mein System verteilt, dann kann ich das verfolgen, ich kann das tracen. Und dann kann ich sehen, wie sich Anfragen von Service zu Service zu Service bewegen und vor allem kann ich sehen, wo passiert denn ein Fehler. Das tut dieses Tracing. Ich bin also in der Lage, relativ leicht zu sehen, wo in meiner Kette von Anwendungen knallt es denn. Das setzt natürlich wieder haufenweise Technologie voraus, weshalb dieses Tracing wir nicht wirklich machen. Das benötigt ein Service Mesh, dafür haben wir nicht genug Arbeitsspeicher, deswegen machen wir nur Logging und Monitoring. Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass es das Tracing noch gibt. Macht natürlich, ist jetzt auch wieder vollkommen klar, macht natürlich auch nur wirklich Sinn, wenn wir eine richtig, richtig große Anwendung haben. Ich meine, wir werden jetzt hier nur so eine Server-Client-Anwendung machen, exemplarisch. Da macht das keinen Sinn, ein riesiges Tracing aufzubauen. Weil da sind ja nur zwei Dienste. Und wenn es in dem einen kracht oder nicht kracht, dann wird es wohl im anderen gewesen sein. Oder in der Datenbank. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sowas vorstellen wie Netflix, die haben so 30 Dienste, kaskadiert hintereinander. Da möchte man schon mal gerne wissen, in welchen es kracht.
Also man kann zusammen festhalten, Logging, Monitoring und Tracing, das ist die große wichtige Aufsichtsperson, die kümmert sich um die ganzen Monitoring- und Operating-Geschichten und sorgt dafür, dass wir in der Lage sind zu verstehen, was macht unsere Anwendung überhaupt. Ne? Weil ich kann ja nicht debuggen. Ich kann ja nicht einfach einen Debugger anschmeißen. Deswegen brauche ich gute Tools, um von draußen drauf gucken zu können. So, dann haben wir als nächstes die Artifactory. Ha, hier habe ich sogar JFrog geschrieben. Verrückt. Naja, JFrog ist die Firma, die das Artifactory gebaut hat. Ist jetzt halt irgendwie plump gesagt, sowas wie Docker Hub in fancy und lokal aufgesetzt. Und da können wir ganz viele wilde Dinge machen. Ich will da gar nicht so super viel jetzt zu erklären. Wir machen nachher im Hands-on, wird das ersichtlicher, was wir damit tun. Kurz gesagt, es ist einfach nur, da können wir Container hochschmeißen. Das heißt, oh, ich frage mal ganz vorsichtig, wer hat schon mal Docker benutzt? Ah, perfekt, so ein paar Hände heben sich. Naja, perfekt, noch jemand. Wenn man bei Docker was hochladen möchte, also mit Docker Push, muss man ja vorher ein Docker Login machen. Und dieses Docker Login kann man auch genau gegen diese Artifactory machen. Es funktioniert genauso. Das heißt, es ist genau die gleiche Schnittstelle. Man muss da nicht irgendwas Wildes anderes machen. Das verhält sich exakt so, als wenn man zu Docker Hub pusht, nur dass das Ding halt anders heißt. Es ist fancy. So, und das letzte System, was wir noch haben, ist das Keycloak. Das ist ein Identity Service Provider, ISP. Das Ding ist am Ende nur dafür da, dass es für uns Nutzerdaten managt und Rollen vergibt und sogenannte JVTs erzeugt. JSON Web Tokens. Es ist einfach nur eine JSON-File, in der so Dinge drinstehen wie, wer hat sich angemeldet, welche Rechte hat der, in welchen Gruppen ist der. Die werden verschlüsselt und dann als ein großer String übers Netz geschickt. Und die Keycloak-Libraries, die wir dann benutzen, machen nichts weiter als das Entschlüsseln und dann da reingucken, so, aha, okay, der hat folgende Rechte. Das heißt, der darf jetzt irgendwie die Route Admin benutzen oder der darf die Route Admin nicht benutzen. Ne, dafür ist das da. Das kann man natürlich auch selber coden, aber User Management selber coden ist immer eine wirklich harte Nummer. Da muss man schon wirklich wissen, was man da tut. Vor allem, wenn man das datenschutzkonform machen möchte. Ne, da muss man sich so Gedanken über Verschlüsselungsalgorithmen mit irgendwelchen Salts machen. Da muss man sich Gedanken darüber machen, dass man die auch nicht so einfach wieder entschlüsseln kann und all solche Geschichten. Und das Keycloak tut das für einen. Und noch viel wichtiger ist, das Keycloak integriert unfassbar viele verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten. Da kann man zum Beispiel out of the box auch sowas machen wie ein Social Login. Also melde dich mit Facebook an, melde dich mit Google an. Oder ein einfaches Single Sign-On geht damit auch. Alles Dinge, die wir sonst per Hand coden müssten, nimmt uns dieses Tool ab. Deswegen benutze ich das sehr gerne. Ist also der Schlüssel zu unserem großartigen Herzen. So, ich finde genug geredet, sonst kommen wir hier gar nicht durch. Jetzt haben wir schon 20 Minuten wieder mit Theorie verschwendet. Machen wir doch mal Hands-On. Ich mache mich hier mal kurz groß, damit ich hier auch keinen Schwachsinn zeige. Genau, hallo, wirst du wohl klein gehen? Ich möchte dich jetzt hier nicht im Vollbild haben. Ja, perfekt, so, wir sind wieder in unserem großartigen Venture. Das erste, was wir jetzt erstmal machen, ist vom letzten Mal noch, das habe ich eben total vergessen, die Environments einrichten. Das tut man, indem man hier in sein, ist das groß genug? Seht ihr das alle perfekt? Könnt ihr das sehen? Ja, sehr gut. Wir gehen in das von uns angelegte Cluster, was ihr benannt habt, wie auch immer ihr das wolltet. Ich habe das Asgard genannt. Dann begrüßt er einen hier gleich mit so einer großartigen Meldung und sagt so, yo, komm her, ihr hast noch gar kein Monitoring und Logging installiert. Möchtest du jetzt nicht? Komm, sei ruhig, machen wir später. Alles gut, atme durch. Dann sieht man hier schon mal irgendwie so diese ersten Stats, sowas wie viele Pods laufen gerade. Ihr erinnert euch, Pods sind irgendwie sowas wie Container. Wie viele CPUs wurden irgendwie schon reserviert? Wie viel Memory wurde reserviert? Irgendwie noch gar nicht so richtig viel. Naja, was wir jetzt also wollen, ist, dass wir für unser Deployment die Environments einstellen. Das heißt, für unser Projekt, welches wir später anlegen, von dem ich noch nicht gesagt habe, was es ist, da brauchen wir jetzt ein Testing, Staging und Production Environment. Und das machen wir über Projekte und Namespaces. Also geht man hier links, ne, Cluster, falls das eingeklappt ist, klappt man das aus und geht auf Project und Namespaces. Hier ist jetzt müssen wir hier mal wieder über das Wording sprechen. Projects ist eine Organisationseinheit, die aus Rancher kommt und Namespaces unter sich vereint. Das heißt, in einem Projekt können
viele Namespaces sein. Wichtig ist, Namespaces kommen aus dem Kubernetes-Umfeld. Und Namespaces müssen unique sein. Was also nicht geht, ist, dass ich jetzt 5 Projekte mache und in jedem dieser 5 Projekte jeweils einen Namespace Testing, Staging und Production nenne. Weil Namespaces müssen unique benannt sein. Deswegen macht man das meistens so, dass man immer Projekt-Staging, Projekt-Production macht, damit man halt für jedes Projekt, was man hat, diese Environments anlegen kann. Mache ich jetzt nicht, weil wir haben hier nur ein Programm, nur eine Plattform und ich nutze einfach diese großartige, jetzt habe ich hier schon was gemacht, diese großartige Privileg. Das Erste, was wir also machen, ist, wir müssen hier ein Projekt anlegen. Das macht man hier oben rechts über den Create Project. Und den nennt man dann in der Regel so, wie die Anwendung heißen soll. Da wir noch nicht wissen, wie die heißt, nennen wir die einfach erstmal App. Create. Das könnt ihr dann später umbenennen. So, dann gibt es jetzt hier unten das neue Projekt App. Und da legt man jetzt ein Namespace an. Und zwar Testing. Hier unten kann man zum Beispiel noch einstellen, wie viele Ressourcen dieser Namespace maximal allokieren darf. Also wenn man so ein bisschen den Finger darauf legen will, dass das eigene Projekt nicht vollkommen durchdreht, kann man hier auch noch einstellen, so, ja, ich möchte aber, dass du niemals mehr als eine CPU verbrauchst. Oh, ist ja auch noch ganz wichtig, hier steht MCPUs. Was zum Geier? MCPUs sind Milli-CPU-Einheiten. Die rechnen eine CPU in 1000 Milli-CPU-Einheiten. Weil, das hat jetzt was mit der Auslastung zu tun, wenn ein Kern 30% ausgelastet ist, sind das 300 Milli-CPU-Einheiten. Und man kann deswegen über diese Auslastung Container auf jeweilig mehrere Prozessoren auf die Art und Weise verteilen. Vollkommen verrückt. Also ich kann jetzt hier sowas zum Beispiel wie 250 Milli-CPU-Einheiten sagen, dann versucht der, das ist nur ein Zielrichtwert, dann versucht der, dem Prozess da drin niemals mehr als 225% Auslastung zu geben. Das klappt natürlich nicht immer. Dafür gibt es dann ein Alerting-System, das meldet sich dann und sagt, hier dreht irgendwas frei. Das Ding verbraucht irgendwie nicht 250, sondern 2500, also 2,5 Kerne. Das geht ja nicht. Wollen wir hier aber nicht. So, Create. Dann haben wir jetzt, wo ist er hin? Hier oben, App hat jetzt Testing. Dann brauchen wir noch ein. Na, wer weiß es, was war das nächste in der Reihe? Was kam nach Staging? Ach, jetzt habe ich es gesagt. Ach, Kinders, ich musste gestern Alkohol trinken. Ich bin auch nicht ganz wach. Ja, Staging. So, jetzt aber, was kommt nach Staging? Wer weiß es? Einer muss es jetzt sagen. Richtig, Production, großartig. Ich mache das nur, um zu wissen, ob ihr noch zuhört. So, jetzt haben wir das angelegt. Jetzt legen wir hier gleich noch ein bisschen mehr an. Wir haben jetzt unsere App angelegt. Und eben habe ich ja noch so Infrastrukturdienste vorgestellt. Dafür mache ich immer gerne noch ein eigenes Projekt. Und nenne das Env für Environment. Und da packe ich immer all die Dienste rein, die es so irgendwie drumherum noch so gibt. Also zum Beispiel das Argo-CD, das Keycloak und so weiter und so weiter. Das machen wir aber gleich. So, jetzt lasst mich hier mal kurz in meinen klugen Spickzettel gucken. Jetzt haben wir, genau, das habe ich euch gezeigt. Perfekt. Gut, so. Ja, was brauchen wir denn jetzt überhaupt? Jetzt haben wir irgendwie hier so ein nackiges Cluster, das kann noch irgendwie gar nichts, da sind nur 3 Nodes drin. Das allererste, was wir natürlich ganz am Anfang erstmal haben wollen, ist irgendwie sowas wie Verschlüsselung. Erinnert sich noch einer, wie wir Verschlüsselung gemacht haben bei HTTPS oder in unserem Local Cluster? Wie haben wir das da gemacht? Weiß das noch jemand? Genau, die Antwort war mit dem Let's Encrypt-Zeug, mit dem Cert Manager. Genau, richtig. Und den müssen wir jetzt hier installieren. Das haben wir beim letzten Mal über die Konsole gemacht. Dafür benutzen wir jetzt aber einen ganz coolen anderen Mechanismus. Und zwar hier, Apps und Marketplaces gibt es hier. Hier gibt es einen Haufen Charts, Helm-Charts. Ihr erinnert euch, Helm-Charts ist dieses NPM-Repository für Kubernetes. Und da gibt es ganz viele Anwendungen drin. Im besten Falle gibt es hier den Cert Manager drin. Leider gibt es den hier nicht drin. Aber man kann machen, dass der hier drin ist. Und zwar, indem man hier einfach in den Repositories sagt, ich möchte bitte hier auch den Cert Manager haben. Dafür muss man hier oben sich ein neues Repository anlegen. Wir spulen mal kurz im Kopf zurück. Ihr erinnert euch, wir haben bei Helm so ein Helm at Cert Manager und dann Jetstack geschrieben. Das machen wir jetzt hier gerade nur in der Oberfläche.
So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz schauen. Genau, wir nennen dieses Repository hier Search Manager. Ah, ganz wichtig, die benutzen hier den... was ist das? Kebab Case? Ich glaube, Kebab Case heißt es. Das heißt, wenn wir jetzt hier sowas machen, das geht nicht, oder auch sowas geht nicht, dann meckert der rum beim Anlegen. Dann sagt er hier, nee, ich will Kebab Case, mach das bitte so. So, das Ganze ist ein HTTP-URL, müsste es sein. Ja, ich glaube schon. Wir kopieren das ganze Gerät hier mal. Ich habe das hier vorbereitet. Das ist nichts weiter als dieses Jetstack.io. Das hier. Auch das, wo wir vorher Helm-Add gemacht haben. Das macht genau das Gleiche, was wir jetzt hier auf Create klicken. Den Rest lassen wir so. Es hat keine Authentification, es hat keine Labels, es hat keine Annotations. Wir fügen das einfach hinzu, drücken hier Create. Dann sagt er hier, yo, das ist active. Und wenn wir jetzt zurück in die Charts gehen, können wir hier oben zum Beispiel sagen, ja, ich will mal alle wegwählen und nur den Cert Manager haben, dann kriege ich hier die Charts für den Cert Manager und kann hier das Helm Chart für den Cert Manager nehmen und das installieren. Also klicken wir da mal drauf. Dann kommt immer eine riesig ellenlange Beschreibung, was dieses Ding kann, und oft bitte lest das, das ist wirklich wichtig. Man muss das immer lesen, was da steht. Wenn man jetzt einfach auf Install klickt, dann geht es nicht. Weil hier steht, naja, wenn du das installieren willst, mein Freund, dann brauchst du auch die Custom Resource Definitions. Bitte installier die vorher. Wenn man das nicht gelesen hat, installiert man es, das geht nicht. So, was sind jetzt diese Custom Resource Definitions? Das kann ich euch zeigen. Das ist hier in diesem Local, da haben wir das ja schon installiert. Da gibt es hier immer More Resources, das sind die Custom Resource Definitions. Da gibt es den Cert Manager und da sind dann diese Zertifikate, Issuer, Order, Certification Request. Das sind sogenannte CRDS, Custom Resource Definitions. Das ist eine Methode, um das Kubernetes zu erweitern. Wir sind also in der Lage, die Ressourcen, die Kubernetes verwaltet, eigenständig zu customizen und zu erweitern und neue Funktionalitäten hinzuzufügen. Vollkommen wild. Also das machen wir auch nicht. Das ist echt, das ist schon... Das weiß ich selber nicht genau, wie das geht. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Das ist wilder Voodoo. So, wir gehen jetzt aber wieder auf den Cert Manager und sagen, ja, okay, cool, wir müssen irgendwie diese Dinger hier applyen. Jetzt müsste ich ja eigentlich wieder einen Server öffnen und das da rein kopieren. Nein, müssen wir nicht. Wir kopieren das hier einfach. Nein, ich kopiere mir das hier aus meinem... Ich habe das hier nämlich richtig vorbereitet. Es ist nämlich auch wichtig, dass man hier mal die richtigen Versionen nimmt. Man kann jetzt hier natürlich 1.8.0 nehmen. Wir haben bei dem Local Rancher aber 1.7.1 genommen, weil das so von Rancher vorgeschlagen wird. Deswegen nehmen wir das jetzt hier auch. Ganz wichtig. Und dann ändert sich hier auch die Version der Custom Resource Definitions. Und die wollen wir haben. So, die kann ich jetzt hier auch einfach kopieren. So, die muss ich jetzt irgendwie ausführen. Dafür gibt es hier oben in der Taskleiste ein Kube Control Shell. Die kann ich einfach öffnen und dann kriege ich hier unten eine fertige kubectl. Bitte kriege ich hier eine fertige kubectl Shell. Danke. Hier kann ich die üblichen Befehle machen, sowas wie kubectl get nodes. Ne, und bin dann auf meinem Cluster. Hier kann ich aber auch genau das hier tun und das installieren. Und muss dafür nicht nochmal extra einen Server starten. Ha, mega geil. Muss man immer nur ein bisschen länger warten. So, jetzt hat er die definiert, die er erzeugt. Ne? Also steht er hier auch. Ne? Irgendwie ist es jetzt irgendwie dieser Certification Request. Die Certifications sind irgendwie Challenger, Cluster Issuer, noch mehr seltsames Zeug. Alles Ressourcen, die wir irgendwie gleich brauchen. So, das war's. Haben wir das schon installiert. Großartig. Haben gemacht, was hier stand. Jetzt sagt er hier, naja, wenn du es jetzt installieren willst, dann kannst du das hier einfach Helm Repo Add. Das ist das, was wir eben gerade in das Repository gemacht haben. Und dann sagt er hier, so, dann kannst du das installieren. Ja, dann können wir jetzt hier oben auf Install klicken. So einfach war das schon. Dann brauchen wir dafür jetzt ein Namespace. Entweder nehmen wir einen, der schon fertig definiert ist, oder wir sagen, wie er heißen soll. Der soll Cert Manager heißen. Drücken dann die Enter-Taste, dann erzeugt er den. Erkennt man daran, dass hier irgendwie dann... Na, ich mache das nochmal, damit man das sieht. Cert Manager. Ach, er hat ihn jetzt hier schon created. Der hat dann hier so einen kleinen, so einen Tab drin. Daran erkennt man das, dass der da einen neu macht und keinen, der schon vorher da war. So, und den Namen nennen wir auch Cert Manager. Ist im Prinzip jetzt genau das gleiche, was ich vorher in Konsole gemacht habe, jetzt nur in Klickibunti. Drücke hier auf Next. Jetzt müsste man eigentlich sich hier das alles an... Also, das hier ist das Helm-Chart. Hier steht geschrieben, was er installiert und wie er das installiert. Wir vertrauen einfach darauf, dass die Standardkonfiguration hier schon richtig ist und sagen einfach, oh, mach mal.
Jetzt ploppt hier gleich so eine Konsole auf, da, die hier, führt diesen Befehl, den wir vorher per Hand ausgeführt haben, einfach hier aus. Ne? Also diese Oberfläche ist nur eine Oberfläche, mit der man sich am Ende den Befehl zusammensetzt, den man dann ausführt, ne? Dieses Helm install. Das macht der jetzt hier einfach nur für uns und wir müssen uns den Befehl nicht irgendwo wild herkopieren und eine Konsole aufmachen. So, ja, das war's schon. War fertig. Helm Success hat gesagt, das hat alles funktioniert. Kannst jetzt hier Dinge tun und große Sachen machen. Also der sagt jetzt hier auch, was man als nächstes machen kann. Er sagt jetzt irgendwie, in order to begin issuing certificates, you will need to set up a cluster issuer or an issuer resource, for example, by creating a Let's Encrypt Staging issuer. Genau diesen Cluster Issuer, das ist das Ding, was wir jetzt als nächstes anlegen. Der Cluster Issuer ist am Ende nichts weiter als eine Ressource oder ein Tool, die zu Let's Encrypt geht und fragt, hey Let's Encrypt, der Nutzer hat gerade gesagt, er möchte bitte für app.sec.devops.uniks.de ein Zertifikat haben, gib mir das bitte mal. Das macht das Ding. So, ne, also jetzt gibt es hier auch unter More Resources, ja, dafür muss ich einmal aktualisieren, das kriegt er irgendwie nicht von alleine hin. So, jetzt müsste es hier eigentlich einen Cert Manager geben, oder auch nicht, dann nicht. Können wir mal kurz gucken, was er hier überhaupt tut, ne? Unter Workloads kann man immer schauen, was dort deployed ist, das ist aktuell nur der Cert Manager, der tut wohl irgendwelche Sachen. Dafür kann man hier auf den Workload klicken, dann zeigt er einen den Pod an und auf dem Pod kann ich mir Logs angucken. Da steht jetzt irgendwie, ja, ist disabled, er wartet auf Sachen, passiert nichts, wir sollen im Cluster Issuer anlegen. Naja, dann machen wir das. Naja, jetzt müsste ich ja wieder irgendwie auf die Konsole und so einen blöden Issuer anlegen, das macht man über eine YAML-Datei oder man klickt hier oben einfach auf Import YAML. Und bekommt dann hier so einen großartigen Editor, so einen ganz rudimentären. Oh Leute, es tut mir wirklich leid, aber mir tut dieses Weiß in den Augen weh. Ich muss das erstmal ganz gut hier auf da, oh besser. Es tut mir wirklich leid, aber es brennt mir die Netzhaut weg. Oh, lovely. So, Import YAML. Wir möchten gerne einen Cluster-Issuer anlegen. Und zwar im Namespace Cert Manager, glaube ich. Ja, doch. Ja, nein, vielleicht doch, ja. Ja, nein, doch, ich habe mir das hier nicht aufgeschrieben. Wie bin ich denn drauf? Na, es wird schon richtig sein. Jetzt können wir die hier einfach hinschreiben. Ich mache das jetzt mal, ich tippe das jetzt ab, damit wir mal kurz darüber reden, wie so eine YAML-Datei, so eine YAML-Konfiguration für einen Kubernetes-Dienst überhaupt aufgebaut ist. Das geht immer damit los, dass man ganz oben sagt, welche API-Version ist das? Das hier ist cert-manager.io/v1. Das steht auf der Doku, wenn man da reinguckt. Dann als nächstes möchte Kubernetes immer wissen, was soll ich denn da anlegen? Das sagt man über ein Kind. Und zwar soll das hier ein Cluster-Issuer werden. Oh, hoffentlich vertippe ich mich nicht. So, als nächstes definiert man immer Metadaten. Metadaten sind am Ende nur so eine Art Beschreibung von der Ressource, die ich anlege. Sowas wie der Name. So Metadata, dann rückt man das einmal ein. Name, das habe ich gerade mit einem Tabulator gemacht. Und wir nennen das Ganze jetzt hier irgendwie, das ist der Asgard Let's Encrypt Prod. Es ist wichtig, dass man hier unterscheidet. Let's Encrypt hat auch selbst verschiedene Environments. Die haben auch eine Production, Testing und Staging Environment. Wir wollen hier aber Produktivzertifikate haben, also Dinger, die wirklich funktionieren. So, als nächstes muss man Spec angeben. Spec ist jetzt tatsächlich die Beschreibung, was wollen wir da haben? Wie ist dieser Dienst hier definiert? Jetzt kann man auf der Cert Manager Doku Seite gucken, wie so ein Cluster Issuer definiert ist, damit man weiß, was man hier ergänzen muss. Ich weiß, dass man hier ein ACME haben will. Kluge Menschen wissen sicherlich, wofür das steht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, C wird Certification sein. Certificate me. Ich weiß es nicht so genau. Naja, da muss man auf jeden Fall jetzt ein paar Felder definieren. Das sind die Felder, erinnert ihr euch eventuell, die wir beim Rancher aufsetzen gemacht haben. Ne? Dieses Let's Encrypt E-Mail, Let's Encrypt Resolver und solche Geschichten. Die müssen wir jetzt hier auch angeben. Also eine E-Mail, da nehme ich jetzt einfach meine. Da nehmt ihr bitte eure. Dann brauchen wir einen Server. Der Server ist das, wo wir dann anfragen. Den kopiere ich jetzt einfach mal ganz stumpf, weil den schaffe ich sicherlich nicht abzuschreiben. Ne? Von da holt er die Zertifikate.
Dann brauchen wir ein Private Key Secret Ref. Das ist ein Secret, also ein in Kubernetes abgelegtes Passwort, mit dem Let's Encrypt diese Zertifikate verschlüsselt. Das erzeugt das aber von alleine. Wir müssen ihm nur sagen, wie dieses Secret heißen soll. Und wir nennen das jetzt einfach mal Let's Encrypt Rot. Let's Encrypt, ich habe es nicht falsch geschrieben, großartig. So, als letztes müssen wir ihm jetzt noch sagen, auf welche Art und Weise soll der denn jetzt diese Zertifikate bekommen? Das sind sogenannte Solver. Da gibt es mehrere. Oh, hier wird es jetzt schwierig. Jetzt muss man hier einen Strich, Leerzeichen und sagen, welchen Solver man haben will. Das ist jetzt eine Liste. Da gibt es entweder DNS oder HTTP. Da wir keinen eigenen DNS-Server hier betreiben, nehmen wir den ganz normalen HTTP, und zwar den HTTP 01, und sagen dem, okay, wenn du die Zertifikate über einen HTTP-Challenge dir holst, dann leg bitte dafür auch eine Route in unserem Ingress an. Also benutze bitte unseren Ingress dafür. Dafür muss man hier zweimal Tab. Man muss ihm das sagen, dass der den Ingress benutzen will, soll. Und man muss ihm sagen, dass das ein Traffic ist und kein Nginx. Ganz wichtig, sonst funktioniert die ganze Hütte hier wieder nicht. Da habe ich mich verschrieben, sagt man mir. Traefig. Oh ja, Traefig. Hätte er mir jetzt aber auch gesagt, wenn ich es angelegt hätte. Das hier, da ist ein Validator hinter. So, jetzt drücke ich hier Import. Hat er mir angelegt. Ich sage super. Jetzt müsste ich aber hier unter More Resource. Ah, jetzt gibt es hier den Cert Manager. Jetzt ist hier mein Cluster Issuer. Großartig. Der ist ready. Er sagt, das ACM was registered bis der ACME Server. Das heißt, der hat sich jetzt da angemeldet und ist bereit und wartet. Wir benutzen den jetzt aber noch nicht, aber wir haben den jetzt schon mal. Jetzt können wir Zertifikate ausstellen, sobald wir Ingress-Dinge tun. Lass mich mal schnell auf die Uhr gucken. Alles klar, sehr gut, wir liegen halbwegs ordentlich in der Zeit. So, das heißt, jetzt können wir Dinge verschlüsseln. Als nächstes wäre das irgendwie noch ganz cool, wenn ich neben dem Verschlüsseln Monitoring hätte. Ich will zumindest mal wissen, was meine Knoten so treiben. Ich will also sehen, wie hoch ist die CPU-Auslastung und solche Geschichten. Dafür brauchen wir jetzt tatsächlich aber doch nochmal eine Konsole, denn wir müssen nachgucken, wir müssen jetzt nochmal ein paar Firewall-Ports öffnen. Die hatte ich tatsächlich einfach beim Einrichten vergessen. Das machen wir hier mal weg. Dafür, ich melde mich jetzt gerade hier mal kurz auf Hetzner an, öffne dabei meine Ubuntu-Shell. So, jetzt brauche ich hier mein Passwort. Ich zeige das natürlich nicht im Video, weil dann könnt ihr ja alles sehen. Ich nutze die kurze Zeit. Hat jemand Fragen? Ist für irgendjemanden unklar, was ich gerade getrieben habe? Oder ist das alles immer noch vollkommen durchsichtig, was ich hier mache? Es scheint vollkommen durchsichtig zu sein. Großartig. So, ich gehe jetzt meine Server einfach nochmal durch. Das waren ja 3 Stück. Fangen wir mal mit dem ersten an. Mache wieder SSH, Root, Edge, Abfahrt. Hol mir das Passwort aus meiner KeyCloak-Datenbank. Das ist dieser hier. Und wer weiß das noch, mit welchem Befehl man Firewalls updatet? Na, wer hat aufgepasst? UFW. Ah, super, 2 sogar direkt. Ich bin so stolz auf euch. Ja, genau, UFW. Und wir brauchen dafür diese 3 Ports. Ich erkläre euch auch sofort, wofür man die braucht. Auf diesem Port hier werden die Metriken eures Nodes übertragen. Der Port wird benutzt, damit die sich untereinander verständigen und damit man, glaube ich, Netzwerkmetriken schickt. Und dieser hier am Ende, der ist für Kubernetes wichtig, damit man die Auslastung des Kube-Proxys mitbekommt. Also wie viele Anfragen werden davon links nach rechts geschickt. So, drückt Enter, dann macht er das. Manchmal passiert das, dass der hier sagt, ich kann das nicht ändern, weil die Ressource gerade benutzt wird. Dann einfach nochmal versuchen. So, dann muss man hier noch UFW Enable machen, das ist auch ganz wichtig. Enable, das darf man nie vergessen und sagt hier ja. Super, und das machen wir jetzt einfach mit allen durch. Dann gehen wir hier auf dem nächsten, SSH, root, add das hier, holen uns das Passwort, danke, tu doch einfach, was ich dir sage.
Oh nein, ich habe mich doch nicht vertippt. Dann kopieren wir uns das hier oben wieder. Ich kopiere mit Rechtsklick, falls das einer nicht versteht, was ich da tue. Enable, Y, Exit. Ist ja, glaube ich, alles relativ klar, was ich hier gerade mache. Machen wir den letzten, SSH. Sollte auch SSH schreiben. Root add das hier. Holen uns das Passwort. Holen uns den Befehl. Oh, komm hierher, du Lump. Zack, zack. Befehl enable. Y, exit, exit. Jetzt haben wir das gemacht. Großartig. Jetzt können wir hier wieder zurück auf Apps und Marketplaces gehen. Oder das Monitoring ist sogar ein Cluster-Tool. Da kann man einfach auf Cluster-Tools gehen und sagen, hier, ich möchte gerne, wo haben wir es denn, das Monitoring haben. Aber ich zeige es euch hier auch nochmal kurz hier drüber. Man muss hier wieder All auswählen oder nur Rancher, weil es ein Rancher-spezifisches ist. Und dann gibt es hier das großartige Monitoring. Da klickt man drauf, guckt hier wieder. Ne, guckt ihr durch, steht hier irgendwas? Muss ich irgendwas Wildes tun oder geht das alles von alleine? Er sagt nein, fügt das Repo hinzu und macht Install. Ja, haben wir gemacht, wir haben das Repo hinzugefügt und Install, also können wir das Ding einfach installieren. Ich gucke vorher noch mal ganz schnell hier in meine... Ja, ich habe das tatsächlich so gemacht. Sehr gut, dann drücken wir hier Install. Wir möchten das, dann fragt er, in welches Projekt möchtest du das installieren? Ich sage, ich möchte es bitte in mein Environment-Projekt haben und sage Next. Dann fragt er jetzt hier so ein bisschen so, ja, du, ich habe erkannt, dass K3S, ist das richtig? Dann sage ich, ja, das ist ja mal richtig, richtig. Dann sagt er hier irgendwie noch so, ja, create default Monitoring Cluster Rules und default Kubernetes Rules. Das sind jetzt hier so Zugangsregeln, die er macht. Dann sagt er hier so, ja, möchtest du irgendwie deinen Prometheus absichern? Nee, will ich nicht. Ihr guckt es euch an, das alles, ihr könnt das alles lassen. Lasst es einfach so. Das ist alles schon richtig gut konfiguriert. Es kann alles so bleiben, wie es ist. Ihr wollt einfach nur Install klicken. Ihr seht dann gleich, was Großartiges passiert, wenn das dann hier fertig installiert ist. Das ist richtig verrückt. Weil das hier ist eine Rancher, also eine Rancher-validierte Anwendung. Das heißt, die kooperiert mit dem Rancher. Das heißt, die ist erlaubt, die Oberfläche zu verändern. Das ist richtig verrückt. Das heißt, wir sehen das gleich hier so richtig. So, ne, hier hat er jetzt gerade schon das erste installiert, jetzt installiert das zweite. Das dauert alles so ein bisschen. Dann sagt er, oh, ich habe ganz wenig gefunden. Na gut, dann lege ich das halt an, wenn es das noch nicht gibt. Ist ja nicht schlimm. Er startet noch mehr. Dann sagt er irgendwie so, wow, das ist aber irgendwann deprecated. Bitte pass auf, update deine Kubernetes-Version nicht, sonst passieren schlimme Dinge. Ah, die Frage im Chat ist eine sehr gute Frage. Hat es eigentlich einen Grund, dass du für die Hetzner-Server keine SSH-Keys benutzt? Nee, hat es nicht. Ich bin einfach nur Oldschool-Passwort-Mensch. Ja, ne, wenn man kann sich ja auf Hetzner auch SSH-Keys anlegen und dann muss man nicht immer das Passwort eingeben, sondern man meldet sich da einfach mit dem Key an und dann ist alles gut und es geht viel, viel schneller. Ich weiß auch nicht so genau, warum ich das nicht mache. Ich glaube einfach, weil ich alt bin. Da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Ich gelobe Besserung, soll ich diese Veranstaltung nochmal machen, benutze ich SSH-Keys. Man muss ja noch Platz nach oben haben. Aber danke für die Frage, das ist eine gute Frage tatsächlich. So, das ist ein bisschen wahr. Also das dauert jetzt hier tatsächlich so lange, weil der installiert hier tatsächlich echt viel. Also richtig viel. Der setzt jetzt ein Prometheus auf. Das ist eine Logging, das ist so eine Datenbank für Zeitreihen. Dann setzt er ein Grafana auf, dann installiert er auf jedem Node so Exporter, um die Daten rauszugeben. Und das hat er jetzt anscheinend alles getan. Naja, er sagt ja auch hier, du kannst das sogar upgraden, diesen Cert Manager. Das machen wir aber nicht. Wenn wir jetzt auf Workloads gehen und hier oben sagen, ich möchte bitte alle Namespaces haben, dann sehen wir hier auch das Monitoring System, was ein bisschen mehr ist. Ne? Ihr seht, hat relativ viel installiert. Und wenn wir jetzt hier oben auf Cluster gehen, hat er die Oberfläche verändert und wir haben hier unten jetzt eine fertige Integration von den Metrics. Wenn wir jetzt ein bisschen warten, dann ploppen jetzt hier gleich die ersten Daten von den Servern auf. Oder man guckt sich das hier sogar direkt in dem Grafana an. Hier kommen schon die ersten Datenpunkte und die werden jetzt direkt in das Rancher projiziert. Hier gibt es natürlich auch noch super viel mehr. Es gibt hier unfassbar viele verschiedene Metriken, die man sich jetzt hier anguckt. Es sind wirklich viele. Ne, das geht bis runter auf den Pod. Ich kann mir bis auf den Pod runter angucken, zum Beispiel den
Third Manager Pod. Sobald der Daten geliefert hat, kann ich hier genau sehen, was bei dem so abgeht. Na, das ist relativ mächtig, das Ding. Ne? Also je länger das jetzt hier läuft, wir lassen den mal laufen und gucken da nachher nochmal rein, dann müsste man hier schon die ersten coolen Linien sehen. Ja, so einfach war das Monitoring aufzusetzen. So, was brauchen wir als nächstes? Ich gucke nochmal auf die Zeit. Ja, doch, wir kommen gut voran. Ja, doch, doch, wir machen mal weiter. Als nächstes möchte ich gerne das Artifactory aufsetzen. Dafür lege ich mir vorher in meinem Environment noch ein Namespace an und nenne den Registry. Create. So. Jetzt wird's verrückt. Gehen wir hier wieder auf Apps and Marketplaces. Das Artifactory ist jetzt kein Rancher-Eigenes, sondern ein Partner-Helm-Chart. Der Unterschied ist, das Partner-Helm-Chart ist verifiziert von Rancher, dass man es benutzen kann, aber es kann nicht direkt auf die Rancher-Oberfläche irgendwelche Veränderungen bewirken. Das ist der einzige Unterschied. Da gibt es zwei Artifactories. Das HA ist das volle Gerät. Das ist ein High-Availability-Artifactory, was man auf 5 Rechencenter verteilen kann, was eigene Topologien mitbringt für Verteilung von Ressourcen und hin und her. Das ist ein richtig fieses Gerät, das Teil. Brauchen wir nicht. Für uns reicht hier diese kleine JFrog Container Registry, mehr brauchen wir gar nicht. Wir wollen ja nur Docker-Container ablegen. Die nehmen wir also, scrollen hier wieder durch, gucken, ob hier irgendwas steht. Hier steht, nein, du brauchst nur das Hinzufügen, Update und Install und der Rest der Welt ist in Ordnung. Sehr gut, ist immer wichtig, gewöhnt euch das bitte an. Ich gucke hier nochmal kurz rein. Ja, sehr gut. Dann drücken wir hier auf Install. Ich möchte das aber bitte hier in meinem Registry haben. Nenn das gerne Artifactory, wenn du das so möchtest. Gehen auf Next. So, jetzt müssen wir ein paar Keys generieren. Das ist ganz wichtig. Einmal brauchen wir ein Master Key. Da sagt er, wir sollen dafür diesen OpenSSL-Befehl benutzen, um uns so ein Master Key zu generieren. Also machen wir das doch einfach mal. Ich zeige das jetzt natürlich nur exemplarisch. Ist ja, nein, das wollte ich gar nicht. Wenn man den benutzt, dann generiert der einen so einen riesen Key. Ich benutze den jetzt hier selbstverständlich nicht, sondern nehme mir den, den ich vorher generiert habe. Und zwar diesen hier. Den dürft ihr gar nicht sehen. Deswegen machen wir hier einmal kurz groß. So, den habe ich da jetzt reinkopiert. Dann gehen wir wieder zurück. So, Container-Images könnt ihr so lassen. Da müsst ihr nichts ändern. Service and Load Balancing, das müsst ihr jetzt deaktivieren, weil dieses Helm-Chart hier kann nur mit Nginx funktionieren. Es funktioniert nur mit Nginx, das funktioniert leider nicht mit 3FIC. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht, warum das nicht funktioniert, was ich hier gemacht habe, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, weil ich dumm bin, deswegen. Wir legen den gleich per Hand selber an, diesen Ingress. Deswegen brauchen wir den hier nicht. So, bei Database-Settings muss man auch hier ein PostgreSQL-Passwort benutzen. Und ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Hier, der Default Storage Class for PostgreSQL. Da müsst ihr den Local Pass auswählen. Was jetzt Volumes sind und was dieses Local Pass ist, da reden wir gleich nochmal drüber. Weil wir müssen sowas gleich auch nochmal per Hand anlegen und dann erkläre ich das, was das ist. Wichtig ist nur, dass es dafür da, dass die PostgreSQL, die Daten, die da abgelegt werden, auch persistiert werden. Das heißt, wenn ich den Pod neu starte, ist das noch da und die Daten sind nicht weg. Dafür ist das da. Ansonsten könnt ihr hier alles so lassen und dort fügt ihr bitte wieder ein generiertes Passwort ein, welches ich vorgeneriert habe und jetzt hier einfüge. Und zwar das hier. Dann gehen wir hier auf... Das hätte ich gar nicht wegmachen müssen. Seht ihr, das wird nämlich so passwortmäßig weggeschadet. Voll gut. So, gucken wir hier bei Advanced Setting, das machen wir mal Show Advanced Setting, stellen fest, das ist voll viel Kram, was keiner versteht, deswegen machen wir es ganz schnell wieder weg. Und Internal Settings, da steht Do Not Modify, also brauchen wir uns das gar nicht angucken. Ich gucke nochmal ganz schnell, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Nein, das sieht gut aus, dann können wir hier auch Install machen. Und wir warten wieder und dann haben wir irgendwann Profit. Ne, also, man muss jetzt auch dazu sagen, diese Integration dieser Apps hier von Rancher, die ist mittlerweile wirklich gut. Das gab es vorher schon, aber das hier, das funktioniert schon ziemlich flawless. Das war ein bisschen clunky vorher, weil auch in der alten Rancher-Version haben die eine andere Art benutzt, um diese Charts zu installieren. Die hieß Tiller
Und dann gab es irgendwann diesen riesigen Umbruch von Tiller auf Helm und das war wirklich nicht schön. Auf unserem eigenen Cluster habe ich wochenlang per Hand diese Custom Resource Definitions bearbeitet, um da per Hand diesen Müll von Tiller nach Helm zu konvertieren. Es macht wirklich keinen Spaß, ich empfehle das niemandem. Deswegen benutzen wir hier direkt dann schon das Richtige und Schöne und nicht das alte Hässliche. So. Also das dauert hier tatsächlich ein bisschen länger, weil das auch wieder super viel ist, was der hier installiert. Das hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert. So, wir können ja derweil, ne, wir gucken mal kurz hier bei den, hier ist die Registry, die wird gerade noch pending install. Wir können ja hier links mal, also das hier bleibt offen, selbst wenn ich jetzt woanders hingehe, ne, wenn wir jetzt hier auf Workloads gehen, bleibt das hier unten offen. Hier müsste es ja jetzt die Registry geben. Können wir mal gucken, was die so treibt. Na, offensichtlich baut die hier gerade noch die Artifactory auf. Irgendwie so eine Postgres hat das Ding schon eingerichtet. Jetzt baut er hier gerade die Artifactory aus. Gott weiß, warum das so lange dauert. Können ja mal reingucken. Vielleicht sagt die ja was. Sagt einfach nur einen gewissen Unready-Status. Jetzt können wir hier, also der läuft, ne? Hier steht Running, aber der hat seinen Health-Check noch nicht bestanden. Jetzt können wir hier mal kurz in die Logs reingucken, zu schauen, was der so treibt. Und hier sehen wir so, ja, okay, ich habe irgendwas getan. Jetzt tue ich noch mehr. Aha, ich konfiguriere gerade Datenbank. Na, also wir können jetzt sehen, was das Ding gerade schon tut. Und irgendwann ist der so weit, dass der Readiness-Check, das ist das, was hier gerade läuft, der wird bestätigt und dann springt das blaue Running auf ein grünes Running. Also der richtet jetzt hier gerade Datenbanken ein, baut ganz viel, jetzt hat er hier irgendwie gesagt, so, ja, das hat wohl irgendwie geklappt, jetzt starte ich hier irgendwelche Sachen, jetzt habe ich irgendwelche Keys generiert, jetzt mache ich hier noch viel, viel mehr, jetzt habe ich irgendeine Warning, die kann man aber ignorieren, jetzt cleane ich was ab, jetzt kommt noch eine Warning, die kann man auch ignorieren, die kam bei mir auch, aus Gründen. Jetzt sagt er irgendwie, ich kann auf irgendwas nicht zugreifen. 404, das ist richtig, weil wir das Routing deaktiviert haben. Na, das soll so. Jetzt definiert er hier ganz viele tolle andere Sachen. Ich glaube, er hat jetzt gerade die internen Repositories angelegt. Was das ist, kommen wir auch gleich zu, ganz in Ruhe. Worauf wir jetzt gerade warten, ist, dass jetzt hier gleich steht, dass er ready for incoming. Ich glaube, er sagt, er hat den HTTP-Server gestartet. Das ist das, was ganz am Ende passiert. Darauf warten wir jetzt gerade. Jetzt cleant up da hier schon irgendwelche Events. Ah ja, ihr seht, jetzt ist er irgendwie durch. Hier ist das Ding von Blau Running auf Grün Running gekommen. Und hier hat er gesagt, jo, das hat alles geklappt. Er hat die Readiness Probe bestanden. Das bedeutet, alles, was eingerichtet werden soll, hat auch funktioniert. So, jetzt läuft dieses wunderschöne Gerät hier, aber wir können uns die Oberfläche davon gar nicht angucken, weil ja, wir haben ja den Ingress deaktiviert. Das heißt, den müssen wir jetzt per Hand anlegen. Eieieiei, so, Service Discovery, meine Fresse. Also, die Service Discovery funktioniert so, dass wenn man ein Workload oder irgendwas anlegt, dann ist der erstmal nackig. Der kann nicht von irgendeinem anderen Pod gesehen werden. Bei Docker funktioniert das ja anders. Bei Docker kann jeder Container über den Namen einen anderen Container auflösen. Das geht in Kubernetes nicht so ganz so einfach. Dafür braucht man immer einen sogenannten Service. Der Service, der sagt, ah okay, dort ist ein Pod und den möchte ich bitte unter folgendem Namen bekannt machen. Gehen wir hier mal runter zu dem Registry. Ne? Das passiert hier über diese Services. Und da gibt es zwei Flavor von. Das eine ist eine Cluster-IP und das andere ist eine Headless. Cluster-IP bedeutet, dieser Service hat eine richtige IP im Netz bekommen, auf der man zugreifen kann. Das Headless sagt, da ist keine IP hinter, sondern das ist nur sowas. Achtung, starke Vereinfachung, das ist sowas wie ein DNS-Name. Damit sagt man nur, unter diesem Namen kannst du intern im Cluster auf diesem Port folgenden Dienst erreichen. Ne, da ist keine IP hinter, das ist einfach nur eine DNS, einfach nur eine Namensauflösung. Wann man jetzt eine Cluster-IP und wann man einen Headless nimmt,
Ist eine herausragend gute Frage, falls die einen im Kopf ist. Habe ich selber auch noch nicht so ganz verstanden. Diese Headless-Geschichten sind irgendwie neu. Früher hat man immer Cluster-IPs genommen. Mittlerweile nehme ich gerne auch immer die Headless, weil irgendwie braucht man meistens gar keine IP. Aber wichtig ist, wir haben hier schon einen Dienst, einen Service. Das heißt, das Artifactory ist Kubernetes bekannt, es weiß, dass es da ist und es horcht auf irgendwelchen Port und macht irgendwelche Port-Weiterleitungen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Regel definieren. Eventuell erinnert ihr euch an dieses Diagramm, was ich euch hier gezeigt habe. Wir machen mal was ganz Wildes. Und warum ist das eigentlich zu? Naja, egal. Ich habe ja dieses Diagramm gezeigt mit dem internen Traffic. Wir müssen jetzt definieren, wie der Traffic von draußen reinkommt. Und das macht man über diese Ingress-Regeln. Über diese Ingress-Regeln, die müssen wir jetzt anlegen. Da drücken wir also auf Create, sagen, ah, ist immer ganz wichtig, ihr müsst immer den Namespace auswählen, in dem ihr das haben wollt, sonst ist das nicht sichtbar für euren Dienst. Ganz, ganz wichtig. Deswegen hier muss man Registry auswählen. Ich muss mal ganz kurz hier so in meine Musterlösung reinschielen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Mist erzähle, aber ich erzähle anscheinend gerade gar keinen Mist. Hervorragend. Ein Name brauchen wir. Das hier ist der Registry Ingress. Dann brauchen wir ein Host. Ha, jetzt brauchen wir wieder eine Domain. Ich habe beim Vorbereiten eigene Domains verwendet. Ich möchte jetzt aber gerne NIP.io nochmal eine Chance geben und das nochmal mit NIP.io ausprobieren. Damit das mit NIP.io geht, brauchen wir aber wieder einen Load Balancer. Der ein oder andere, dem ist vielleicht schon aufgefallen, dass in der Meilenstein-Abgabe nach 3 Knoten und einem Load Balancer gefragt ist. Diesen einen Load Balancer, den müssen wir jetzt noch anlegen. Und zwar, ja, ist das hier schon richtig? Das sieht irgendwie, das ist sogar schon richtig. Nehmen wir ihn mal rüber. Das ist ja das, was wir beim letzten Mal angelegt haben, ne? Die 5 Server. Und ist hier jetzt bisher immer noch nur ein Load Balancer drin, der auf Rancher zeigt. Da legen wir jetzt nochmal einen zweiten an. Das wird der sein, mit dem wir jetzt auf unsere Apps zeigen, mehr oder weniger. Der soll bitte im gleichen Netz sein, der soll bitte in Nürnberg sein. Der soll bitte einen TCP-Dienst von 80 auf 80 haben und der soll bitte noch einen TCP-Dienst haben von 443 auf 443. Dankeschön. Der soll Round Robin sein und der Name ist... was nehmen wir denn mal da? Bifrost. Bifrost. Load Balancer. So, ja, den möchte ich bitte bestellen. Und dem möchte ich jetzt bitte Targets hinzufügen. Da muss ich da jetzt drauf gehen. Targets, Targets hinzufügen. Ich möchte bitte Cloud-Server haben. Und zwar möchte ich da Odin, Frick und Faxe. Danke. Targets hinzufügen. Ja, 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 jetzt tu ja nicht so, komm. Großartig. So, die haben auch alle den Health-Test bestanden. Wundervoll. Wir haben jetzt wieder eine IP, auf der zugreifen können. Die kopieren wir uns. Ne, und ihr erinnert euch, wie dieses NIP.io funktioniert. .NIP.io löst zu diesem Load Balancer auf, wo gerade nichts hinter ist. Und da kann ich jetzt beliebige Subdomains anlegen, wie zum Beispiel registry.blablabla.nip.io. Das probieren wir jetzt mal aus. Und tragen das hier als Requested Host ein. Aber ohne das HTTP. So. Dann sagen wir, auf welchem Pfad der hören soll. Naja, nur auf Slash. Es gibt ja keinen Subpath, den wir jetzt hier routen wollen, sondern wir wollen einfach nur den gesamten Traffic, der auf diese Adresse kommt, auf einen Target-Service routen. Aus Gründen, die ich auch noch nicht so ganz durchblickt habe, muss man hier Implementation-Specific nehmen. Konnte mir das intern auch noch nicht so genau sagen. Aber wenn man das nicht macht, dann nörgelt der hier rum, deswegen machen wir das. So, und ihr seht auch, dadurch, dass wir jetzt hier oben den Registry Namespace ausgewählt haben, zeigt er uns auch nur Dinge an, die in diesem Namespace liegen. Ne? Diese 3 Services, die wir eben gerade in der Service Discovery gesehen haben. Da nehmen wir das Artifactory und da das 2 Ports hat, die dort weitergeleitet ist, sehen wir auch nur genau diese Ports. Und ich weiß, dass wir den 8082 nehmen müssen, weil da hängt der Router hinter. Glaube ich. Gucken wir mal kurz nach. Ja, da liegt der hinter. So, ein Default Backend brauchen wir nicht. Das zeigt gerade auch das ganz normale Default Backend, was da ist. Was wir aber brauchen, ist ein Zertifikat. Aber das soll uns ja Let's Encrypt bauen. Ist nicht schlimm.
Wir können hier einen Platzhalter machen. Wir können jetzt hier sagen, yo, entweder nimm hier diese Default-Dinge oder welches, die er schon für Nginx generiert hat. Da habe ich aber gar keine Lust drauf. Ich möchte ja ein neues haben. Das nenne ich jetzt einfach mal, wie habe ich das denn hier genannt? Habe ich das genannt? Ja, Registry-Cert. Da drückt man wieder Enter. Ne, ihr seht, jetzt tappt er so ein weiter. Das heißt, das ist jetzt nur ein Platzhalter und das sagt er jetzt auch. Ne? Das existiert nicht, es ist nur ein Platzhalter. Seid ihr bitte sicher, passt bitte auf. Dann machen wir nochmal Steuerung V. Ich möchte ja das, also man muss dann sagen, für welchen Pfad, für welchen Host soll das sein? Naja, für diesen Host. Und jetzt muss man diesem Ingress noch sagen, das weiß ja bisher noch nicht, woher dieses Zertifikat kommen soll. Ne? Das ist ja irgendwie jetzt gerade nur, wir haben da einen Platzhalter hingemacht und das Cluster weiß noch nicht so genau, was es tun soll. Deswegen sollen wir hier unter Annotations, müssen wir ihm jetzt sagen, ja, pass auf, da ist ein Zertifikat drin und ich möchte bitte, dass das von Cert Manager beobachtet wird und gemanagt wird und ich möchte bitte, dass der dafür einen Cluster-Issuer benutzt, den wir ja vorher angelegt haben. Das macht man mit dieser Annotation und dann sagt man ihm, wie man das ganze Ding genannt hat. Und ich meine ja, wir haben den so genannt. Ja, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, kann man hier nochmal runtergehen, Cert Manager, mittlere Maustaste auf den, wartet 2 Sekunden, ja, es ist der Asgard, sehr gut, und sagt jetzt Create. So, was jetzt passiert ist, dieser Cluster-Issuer, der geht jetzt los und guckt, habe ich denn ein Zertifikat hier für diese Adresse? Wenn ich das nicht habe, wird er jetzt hier gleich anfangen und Pod spawnen, um dieses HTTP-Solving zu machen. Wir sollten jetzt also gleich 3 wilde, abgedrehte Pods auftauchen. Sofern das mit NIP.io funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Bisher passiert hier nichts. Aktualisieren wir mal. Vielleicht hat er das nicht automatisch mitgekriegt. Hier passiert immer noch nichts. Das ist sehr seltsam. Es sollte eigentlich was passieren. Gucken wir mal kurz hier in die Workloads. Pods. Die sollten jetzt eigentlich unter der... Boah, ist so viel angezeigt. Ich möchte bitte nur die Registry haben. Nee, irgendwie nicht. Hier passieren auch irgendwelche seltsamen Sachen. Der hier läuft in irgendwie Containers mit Unready. Das ist auch nicht so richtig cool. Aber warum? Was hat er nur? Installed Apps. Hier hat er irgendwas. Deine Ressource nicht deployed. Aber warum? Ja, ja, das hier. Aber wieso? So erzähle er mir, was ist dein Problem? System YAML Validation Failure. Das ist aber unhöflich. Aha. 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 Okay. Der scheint hier in einer Crash Loop zu sein aus Gründen, die ich nicht so ganz verstehe. Wild. Sehr wild. Runs on my machine before. Was passiert denn, wenn man hier draufklickt? Dann sagt er, da ist kein Risiko, es ist okay. Dann sagt er 404 not found. Naja, klar, weil das nicht geht. Habe ich was falsch gemacht? Lasst mich mal ganz kurz hier in mein großartige... Nee, das sieht irgendwie alles richtig aus. Ja, den auf 8082 ist auch richtig. Es war ja klar, dass wieder irgendwas schief geht, aber warum? Würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt wieder irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht habe, die ich vorher anders gemacht habe und deswegen hat er sich jetzt entschieden, vor die Hunde zu gehen. Er sagt uns aber auch nicht so genau, warum. Join Key. Naja, gehen wir mal davon aus, dass das einfach funktioniert hat und ignorieren den mal, dass der hier gerade rumzickt und machen erstmal weiter mit der Installation. Sollte das bei euch auch irgendwie zu Problemen führen, muss ich da nächste Woche nochmal gegensteuern, aber in der Theorie hat das jetzt eigentlich gerade alles funktioniert. Wir machen einfach mal weiter und versuchen das ArgoCD zu installieren. Vielleicht ist das ja ein bisschen besser drauf heute. Dafür gehen wir zurück zu Project und Namespaces, gehen hier in unsere Environment, legen einen neuen Namespace an und nennen den Argo. Und lasst mich, glaube wir machen nach dem Argo Schluss, weil das Keycloak schaffen wir, glaube ich, heute nicht mehr.
legen das an. So. Genau. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Moment, dass ich euch noch mal ganz kurz erkläre, was Storage überhaupt ist. Also, wir haben ja hier drei Knoten in unserem System, ne? Und die haben alle irgendwie eine gewisse geartet große Festplatte. Wenn wir jetzt Speicher zur Verfügung stellen, macht man das in Docker ja über so einen File-Mount. Ne? Wir mounten den Ordner in den Container hinein. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir mehrere Computer haben. Ne? Wenn ich jetzt so ein File-System mounte und das Kubernetes nimmt aber den Pod und schiebt den woanders hin, dann sind die Dateien weg. Deswegen gibt es im Kubernetes sogenannte Storage Classes. Und da ist die Default Class der sogenannte Local Pass. Das heißt, defaultmäßig, wenn man Kubernetes fragt, ich möchte gerne Speicher haben, das macht man hier über so ein Persistent Volume Claim, das bedeutet, ich sage dem System, hey, ich hätte gerne 10 GB Festplatte, dann fragt Kubernetes, ja, und von wem willst du das? Dann sagt man, naja, ich will das von der Storage Class Local Pass haben. Dann sagt Kubernetes, jo, alles klar, ich gucke mal auf dem Knoten Odin, da sind noch 10 GB frei, die gebe ich dir jetzt. Und dann weiß Kubernetes aber, das ist deinem Pod auf dem Odin-Knoten 10 GB gegeben hat. Das heißt, der Scheduler weiß, ich darf den Pod nicht vom Odin wegbewegen, weil da liegen ja seine Daten. Das musste man früher per Hand machen. Das macht das System über diese Storage-Classes von alleine. Und es gibt einen riesigen Zoo von diesen Classes. Wir können jetzt ja auch einfach neue anlegen. Und man kann hier irgendwie Amazon hinterhängen, man kann hier Google hinterhängen, man kann hier ein Longhorn hinterhängen. Longhorn ist das, was wir zum Beispiel produktiv bei uns benutzen. Das ist so ein Verteilter, der verteilt einfach nur den Speicher über Replikas auf verschiedene Knoten und sorgt dafür, dass die immer überall konsistent sind. Und dann kann man hier irgendwie noch sagen, was sind das für Festplatten, das sind SSDs, HDDs. Dann macht er da noch so ein bisschen Optimierung gegen, je nachdem, was man macht. Wichtig ist aber, für uns reicht dieser Local Pass. Und dass, wenn wir Speicher haben wollen, machen wir das über ein Persistent Volume Claim, indem wir sagen, hey, wir hätten gerne n viel Speicher. Und dann sagt das System, yo, gar kein Problem, hier nimm die 20 GB, läuft. Na, hier sind das jetzt irgendwie für die beiden Postgres-Sachen jeweils 20 GB. Hat er gesagt, will er gerne haben, hat er gesagt, kannst du haben. Und dann hat er hier direkt so ein House-Binding draus gemacht. Und wo auch immer das jetzt ist, weiß der Scheduler, ich darf das Artifactory nicht irgendwo anders laufen lassen, weil sonst sind seine Daten weg. So, sehr gut. Back to Argo CD. Wir haben das installiert. Sehr gut. Genau. Jetzt müsste man das wieder über dieses Apps Install machen. Das war aber irgendwie ein bisschen frickelig, weil die das nicht so richtig schön haben, wie ich das wollte. Deswegen müssen wir das jetzt hier wieder über diese Shell machen. Aber man muss da auch wieder diese großartigen Custom Resource Definitions installieren. Das haben die aber gemacht über sowas, über so ein wildes Git-Repository, und das kann diese Shell nicht, deswegen brauchen wir jetzt wieder unsere Shell. Das heißt, wir brauchen unsere Kube-Konfiguration von diesem Asgard-Ding jetzt, um darauf zuzugreifen, und die kriegt man hier oben über Download Kube-Config. Ne, jetzt hat er die runtergeladen, und das ist genau diese gleiche Datei wie die Rancher-YAML. Ich kopiere die jetzt hier mal, die dürft ihr nämlich nicht sehen, weil sonst könnt ihr Unfug treiben. Aber ich mache jetzt das Gleiche, was ihr auch kennt. Ich mache jetzt hier wieder so ein Touch Asgard YAML Nano Asgard YAML und kopiere da jetzt einfach das rein, was der mir hier auf meinen Desktop runtergeladen hat. Das hier, diese YAML, das kopiere ich da einfach rein. Ach ja, dass man nicht gesehen hat, weil ich den Desktop glücklicherweise nicht offen habe, weil ich mir auch nicht ganz sicher war, wo er das jetzt hier gleich öffnet. Ja, das sieht alles gut aus. Steuerung O, Steuerung X. Den hier machen wir mal zu, hinfort mit dir. Ich möchte jetzt hier Kamera 2 haben, wir machen das hier mal größer. Na, jetzt kann ich hier wieder mit kubeconfig, kubectl, --kube, kubeconfig, Asgard YAML, get nodes, greift da wieder auf dieses Cluster zu und ich kann darauf jetzt Dinge tun.
Und jetzt müssen wir erstmal diese Custom Resource Definitions installieren und das geht wie folgt, nämlich mit diesem Befehl. Der aufmerksame Zuhörer wird feststellen, dass das jetzt hier nicht ein -F, sondern ein -K ist und damit sagt man von einem Directory und das Directory ist halt so ein Ref hier in diesem GitHub-Ding. Führt man aus, wartet einen Moment, also der lädt jetzt intern, klont der, glaube ich, sogar dieses GitHub irgendwo temporär hin, dieses Git, und öffnet dann diese Dateien und installiert entsprechend die dort hinterlegten Custom Resource Definitions. Großartig, das haben wir geschafft. Wir gehen hier mal. So. Genau. Wo ist die Env? Argo haben wir schon. Workloads. Ich möchte bitte den Argo-Workload, der natürlich noch leer ist, aber den werden wir jetzt mit Leben füllen. Und zwar machen wir das wieder hier über diese Cube-Shell. Da kopieren wir jetzt Folgendes rein. Diesen Befehl hier, hinfort, diesen hier, kubectl apply minus n steht für Namespace. Ich möchte das in den Argo-Namespace haben. Und dann haben wir dieses minus f und da kriegen wir dann diese Install her. Enter. Warten wieder einen kleinen Moment. Da müssen wir gleich noch ein paar wilde Hacks machen, damit das hier funktioniert. Aber erstmal wieder warten, wir warten, wir warten, wir warten. Ich frage nochmal, ob es Fragen gibt aus unserem großartigen Publikum. Ich sehe keine. Muss ich hier vielleicht, habe ich gerade vielleicht einfach... Warum dauert das so lange? Warum ist es disconnected? Warum möchte es nicht mit mir sprechen? Was ist denn mit ihm? Hat er keine Lust heute? Gucken wir doch mal in unser Monitoring, was das sagt, was hier so in unserem Cluster abgeht. Ich habe nämlich die böse Befürchtung, dass dieser Held die Artifactory gerade auf den gleichen Node gehostet hat und gerade den komplette 40 GB weggenommen hat und das fand der Node richtig scheiße. Diese Befürchtung habe ich gerade. Und dass deswegen dieses Cluster hier gerade mal gar keine Lust hat. Also ganz offensichtlich tut hier irgendwas etwas richtig viel. Und hier hat auch irgendwas richtig brutal auf die Disk geschrieben. Hier hat auch richtig viel Network-Kram passiert. Ist das die Artifactory, die ganze Zeit neu startet? Das könnte die Artifactory sein, aber wir gucken mal ganz kurz, was bei der Register Node. Registered Node. Achso, nee, das ist vom 10. Das ist von heute. Leader Election, das ist ja verrückt. Ja, hier hat er aber irgendwas richtig Wildes gemacht. Aber ich glaube, er hat sich wieder eingekriegt. Gucken wir noch mal ganz kurz hier in unser Argo. Vielleicht hat er ja Sachen gemacht. Wo ist es denn? Zu mir. Keine Sachen gemacht. Na gut, machen wir noch mal eine Konsole auf. Gucken, ob die jetzt hier gleich kommt. Kubectl get nodes. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Kriegen wir denn auch das hier hin? Ha, danke. Meine Güte. Ja, ich glaube, der hat gerade das selber gemerkt, dass er Mist gemacht hat und der Scheduler hat das umgedreht, er hat das umgebaut. Ja, also wir haben ja Kubernetes nur gesagt, wie wir es gerne hätten und ich glaube, das Ding hat gerade selber gemerkt, dass es Mist gemacht hat. Und dann passiert das. So. Der hat offensichtlich Dinge getan. Ganz viel created, großartig. Warum ist das hier leer? Das darf nicht leer sein. Machen wir mal den hier. Ja, es ist nicht leer, er hat ganz viel angelegt und da passiert ganz viel, er tut wieder ganz viel. Wir gucken nochmal zwischendrin, was unser Ingress so sagt. Oh, das hat er einfach gelöscht.
Es ist weg. Das ist ja mutig. Achso, natürlich ist das weg. Ich bin ja auch blöd. Ha, ich habe ja hier auch gar nicht die Registry ausgewählt. Jetzt ist das da. Passiert da jetzt was, wenn wir da draufklicken? Nö, das hat er immer noch nicht hingekriegt. Jetzt können wir mal kurz gucken, ob es denn überhaupt so weit gekommen ist. Aha, guck mal, er hat hier eine Order gehabt für diese Registry. Er hat da auch anscheinend ein Zertifikat. Aber das sagt, issuing certificate as secret does not exist. Aha. Das ist ja auch wild. Der Issuer ist fertig. Die Order ist auch active. Er hat ja auch das Zertifikat hier so angelegt, wie wir das möchten. Aber er sagt, Secret gibt's nicht. Welches Secret gibt's denn nicht? As a secret does not exist. Wie bist du denn drauf? Das soll mir mal einer erklären. Ich habe das genauso gemacht, wie der Herr Kopay das gesagt hat. Ich bin mir sehr sicher. Warum geht das denn dann nicht? Was passiert denn, wenn wir das hier einfach mal so das Risiko akzeptieren? Dann kommen wir auf die großartige Artifactory. Nur ohne Zertifikat. Das ist ja doof. Naja, nehmen wir das erstmal so hin und machen erstmal mit Argo weiter, bevor wir hier irgendwelche anderen wilden Dinge machen. Eins nach dem anderen, würde ich mal sagen. So, Argo ist anscheinend auch fertig. So, jetzt müssen wir hier so einen wilden Hack machen. Wenn man ein Traffic Ingress verwendet, dann muss man hier in dem Argo CD Server, den muss man editen. Da muss man hier auf Edit Config. Beim Argo CD Server muss man auf Edit Config. Dann scrollt man hier runter, bis man zum Command kommt und hier muss man ein minus minus insecure hinschreiben. Das hat zur Folge, dass der die eigene TLS-Termination deaktiviert und das externe verwendet. Wenn man das nicht macht, dann kriegt er das auf Teufel komm raus nicht hin, die Routen zu machen und dann öffnet der das auch nicht. Das hat mich auch 2 Stunden gekostet meines Lebens. Das sagt einem auch wieder keiner. Naja, machen wir safe. Dann startet der die kurz neu und sagt da Error. Warum sagt er denn Error? Was ist denn mit dir? Ah. Read Connection Reset by Peer. Also, irgendwas ist mit dem Netzwerk hier gerade überhaupt nicht in Ordnung. API Server is not ready. Irgendwas schmiert hier permanent ab. Das ist ganz, ganz seltsam. Jetzt sind wir hier. Das wäre weggemacht. Das ist insecure. Also ich befürchte, dass er gerade halt tatsächlich diese 2 Pots auf das eine geschmissen hat und deswegen dreht er hier vollkommen durch. Wir können hier bei Workloads nochmal gucken und schauen, wo die beiden laufen. Nur um festzustellen, dass das Registry in Stateful Set ist. Wo lauft ihr denn? Der hier läuft auf Frick. Und der hier läuft auf Odin. Okay, das ist eigentlich nicht schlimm. Naja. Auf jeden Fall ist das Argo CD jetzt wieder da. Der Server ist da. Wenn ich mich recht erinnere, hat er hier auch in der Service Discovery dafür ein Service angelegt. Diesen hier nämlich. Den können wir benutzen. Der ist jetzt aus Gründen eine Cluster-IP. Aber den werden wir benutzen. Wir versuchen das mit dem Ingress jetzt einfach nochmal. Oh, wir sind ja mutig. Ja, oder? Doch, klar, ne? Machen wir das erstmal in neuem Tab. Hier Create. Kopieren uns hier oben die IP raus. Danke. Nennen das Ding jetzt den neuen. Der soll nicht in Registry sein, sondern der soll in Argo sein. Und das ist der Argo Ingress. Der soll bitte auf argo.das hier horchen. Implementation Specific. Als Target hätten wir gerne den Argo CD Server. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, auf was der zeigen soll. Ich glaube auf 80. Das kann so bleiben. Add Certificate. Dann machen wir jetzt hier das große Argo Cert. Enter. Und zwar für
Argo. Das Labels Annotation, Add Annotation. Dort kopieren wir den Cert Manager rein. Dankeschön. Und zwar den Asgard Let's Encrypt Pod Create. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Vielleicht tut er das ja jetzt tatsächlich sogar. Es dauert alles so lange. Warum dauert das alles so lange? Ich schwöre, als ich das vorgemacht habe zu Hause, hat das nicht alles so lange gedauert. Da wieder ein Error aus Gründen. Tunnel Disconnect. Tunnel ist... Okay, also was wir hier gerade sehen, sind Netzwerkschwierigkeiten. Ich glaube, bei Hetzner sind gerade Netzwerkschwierigkeiten. Die Knoten erreichen sich hier untereinander nicht. Und aus dem Grund schmiert hier ständig dieser Kube-Proxy ab. Das liegt entweder daran, dass der Kube-Proxy zu viel zu tun hat oder dass da irgendwo Netzwerkschwierigkeiten sind. Eins von beiden. So, gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Cert Manager müsste jetzt hier eigentlich gleich so zwei Orders haben. Wir aktualisieren mal. Aus Gründen kommen da keine neuen Pods hoch. Das ist sehr seltsam. Da sollten Pods hochkommen. Das tun sie aber nicht. Ich bin hart überfragt. Ich würde das jetzt auf die Cluster-Probleme schieben, dass das nicht geht. Hier sieht man auch, dass irgendwie die Load, die schmiert hier ab. Hier hat das Logging abgebrochen. Das heißt, hier ist irgendwas ist hier im Argen. Hier sagt er, Kettle Cluster Agent ist abgeschmiert. Das ist ja verrückt. Das ist ja richtig abgedreht. Irgendeiner der Nodes dreht hier ganz schön frei. Ah ja, der RAM von Frick reicht aus Gründen nicht aus. Das ist ja wild. Ah, I see. Weil der Frick-Server zu voll ist und da aber die Plane drauf läuft, kackt das Ding, kackt das Service. Ne? Deswegen soll man das redundant machen. Wenn diese API-Dinger hier abkacken, dann kann man nicht mehr aufs Cluster zugreifen. Ja, woran das jetzt liegt, dass er das jetzt hier gerade nicht hinkriegt, der das aber bei meinem anderen Cluster hinbekommt, muss ich, glaube ich, nochmal in Ruhe gucken. Aber schauen wir erstmal, ob wir jetzt hier auf das Argo zugreifen können. Auch wenn er hier jetzt kein Zertifikat hat, kommen wir hier trotzdem auf das Argo. So, wir richten jetzt ganz kurz noch die Registry ein und das Argo richten wir noch fertig ein und dann sind wir auch fertig für heute. Und ich reiche das nach, warum das hier nicht funktioniert. Da gehe ich auf Fehlersuche und dann gucken wir uns das in Ruhe erstmal an. Gehen wir erstmal in die Artifactory. Wenn ihr da jetzt drin seid und einloggt, dann ist das Standardpasswort hier admin und das Passwort ist Passwort. Der möchte dann als nächstes, also der macht jetzt hier so ein Get Started mit euch und geht jetzt hier so durch. Man soll hier irgendwie einmal die Eule aktivieren. Ja, ich möchte mal gar keinen Newsletter. Dann soll man das Admin-Passwort auf was Schöneres setzen. Das hole ich mir jetzt hier aus meinem KeyPass. Abfahrt, Next. Base-URL skippen wir, weil das ist die gleiche. Proxy skippen wir, Finish. Jetzt hat er das fertig eingerichtet. Wir machen das mal ein bisschen größer. So, jetzt müssen wir hier dem sagen, dass wir gerne, also es gibt hier wirklich unfassbar viel, also wenn man sich jetzt hier mal so durchklickt, ne, der hat hier, wie gesagt, man kann hier sehen, wenn man mehrere Nodes laufen hat, dann zeigt er da eine Topologie von seinem Cluster an und all so ein Kram. Super kompliziert, so kompliziert brauchen wir es gar nicht. Was wir eigentlich nur möchten, ist, dass wir jetzt hier eine sogenannte Local Docker Registry anlegen. Und das macht man hier über Repositories. Da gibt es das Example Repository, das können wir löschen.
Und jetzt möchte ich hier ein neues anlegen, und zwar ein lokales. Lokal bedeutet, das ist hier auf unserem Cluster gehostet. Man kann hier auch Remote Repositories einhängen. Das heißt, ich könnte jetzt Docker Hub hier integrieren und dann könnte ich mit einem virtuellen Repository Docker Hub und meine Registry kombinieren, damit ich das als ein Endpunkt rausgebe. Ich mache nur Docker Login bei mir und kann bei mir alle Images von Docker Hub runterladen und meine eigenen. Vollkommen verrückt. Uns reicht aber jetzt erstmal ein Local Repository. Und dann fragt er, was wollen wir darin ablegen? Da wir uns jetzt hier nur die Container Registry geholt haben, gibt es auch nur Docker und Helm Container. Die ganzen anderen, die es hier sonst noch so gibt, die sind deswegen deaktiviert. Die gibt es nur in der großen Version. Wir wollen einfach nur einen Docker haben. Da gibt man dem ganzen Kind einen Namen. Ich nenne das mal Registry. Ah, wir nennen das Asgard Registry. Nein, wir nennen es nur Registry. Und wichtig ist, dass man hier unten die API-Version auf V2 setzt. Das ist ganz wichtig. Den Rest kann man so lassen, wie es ist. Also man kann hier super viel noch einstellen. Ne? Irgendwie, welche Images möchte ich hier bitte zulassen, welche möchte ich hier nicht haben. Da kann man zum Beispiel einstellen, ich möchte, dass in dieser Registry nur Images, die mit meiner App was zu tun haben, hochgeladen werden dürfen und solche Geschichten. Super kompliziert, super komplex. Wir machen einfach Save and Finish. Ne? Successfully added to repository, großartig. Und jetzt kann man hier drüben, gibt es dieses JFrog Container Registry, da gibt es jetzt unter Artifacts, ist jetzt hier an der Seite die Registry. Ja? Wenn man sich jetzt fragt, wie man an die rankommt, kann man hier oben Set Me Up klicken und hier steht jetzt, wie man sich mit Docker Login da rankommt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Shell habe, Docker müsst ihr natürlich installiert haben, ne? Habe ich hier installiert, kann ich jetzt hier mit Docker Login und dann die Registry. Kopieren wir uns mal kurz. Registry.nip.io. So kann ich ein Login machen. Dann will der Username ist Admin. Passwort. Ah, jetzt sagt er, das ist ja hier bla, das darfst du gar nicht, weil das ist ja insecure, das stand auch hier irgendwo. Ne, dann soll man hier irgendwie das hier tun. -- insecure registry. Ja, das geht jetzt nicht, weil unser Zertifikat noch nicht funktioniert, aber exemplarisch, wenn wir das jetzt hier so machen. Und ich mache, na, ich glaube, das muss ich davor machen. So. Nein. Lib.io. Hilfe, der alte Mann ist total verzweifelt. Wahrscheinlich muss man es ganz hinten anhängen. So. Sagt er auch nicht. Na gut. Hinter dem Login wird mir gerade gesagt. Vielleicht geht das. Er ist aber auch manchmal ein bisschen so. Egal. Naja, wenn das mit dem Zertifikat gehen würde, könnt ihr euch jetzt halt mit einem ganz normalen Docker-Login einloggen an das ganze Ding. Also es steht ja hier, wie es geht. Ich muss wahrscheinlich diesen ganzen Command hier irgendwie benutzen, dann funktioniert es plötzlich. Ist ja jetzt erstmal auch nicht so wichtig. Wir haben das auf jeden Fall, so ist es fertig eingerichtet und so kann es wie jede normale Docker Hub Registry auch benutzt werden. So, machen wir hier mal Lockout. Dann müssen wir das Argo-CD noch einrichten. Naja, oder uns zumindest einmal einloggen. Da ist der Username auch Admin und das Passwort. Das ist ein bisschen versteckt. Da muss man wieder unter Rancher gehen. Storage, Secrets. Und da gibt es dann ein Argo-Secret. Steht hier schon OpenKai und Admin-Passwort. Wenn wir da draufklicken, können wir uns hier das Admin-Passwort kopieren. Da kriegen wir das her und damit können wir uns hier einloggen. Oder auch nicht. Warum nicht? Copy. Admin-Passwort ist doch richtig. Argo-CD-Secret. Bitte einloggen. Bist du denn jetzt so? Habe ich das Falsche genommen? Argo-Initial-Admin-Secret ist es. Entschuldigung, das hier müssen wir kopieren. Sign in. Großartig. Dann ändert man das natürlich. Oder speichert es sich auf irgendeine Art und Weise.
Und das Argo, da kann man jetzt, wenn man Create Application macht, müsste man jetzt den Git-Hook angeben, wo man das herholt. Das machen wir aber alles später. Dann, sobald wir eine Anwendung haben, kümmern wir uns darum. So, machen wir das mal wieder weg. Wir sind für heute tatsächlich durch. Sorry, dass hier irgendwie so viel komische Sachen passieren. Ich werde mich jetzt hier gleich nochmal in Ruhe hinsetzen, um rauszukriegen, warum dieses Cluster hier so gar keine Lust hat zu funktionieren. Und dann werde ich das einfach nächstes Mal nochmal mit euch durchgehen. Als allerletztes müssen wir jetzt aber nochmal ganz schnell über die Meilensteinabgabe sprechen. Die öffne ich mal gerade ganz kurz. Flap, 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 flap. Na komm, komm zu mir, Folien. Komm zu mir, komm zu mir. Das ist eine zu spät. Ich möchte gerne eine früher haben. So, gehen wir noch mal ganz kurz durch, was wir alles geschafft haben heute. Geschafft haben wir den ganzen, na, jetzt aber Theoriekram. Na, das hier, Pipelines, Tracing, Infrastrukturdienste. Und wir haben so halb das hier geschafft. So halb das Monitoring, so halb die Artifactory, so halb das Argo. Das Keycloak machen wir beim nächsten Mal. Oh, ich muss das hier, glaube ich, ein bisschen größer machen. So. Und das Keycloak machen wir beim nächsten Mal. Und die ganzen anderen Dinge, die hier noch nicht geklappt haben, die mache ich dann auch nochmal in Ruhe. So. Wo ist meine Meilensteinabgabenfolie? Da! So, ihr erinnert euch, Meilensteinabgabe für diesen Freitag ist, ihr sollt einmal das K3S-Cluster mit Rancher aufgesetzt haben und dem Cert Manager, zwei Knoten und einen Load Balancer, und das soll irgendwie über die von mir euch zugeschickte Adresse erreichbar sein, und ein Downstream-Cluster installiert haben mit zwei Serverknoten, einem Agentenknoten und dem einen Load Balancer, so wie wir den eben gerade noch zusammen angelegt haben. Dann geht ihr bitte auf diesen Terminplaner hier und tragt euch nur für einen Termin, ihr macht nur einen Haken, nicht zwei, einen Haken. Jeder kriegt nur einen Slot, bitte. Und zwar für diesen Freitag direkt. Wir machen also die Präsentation direkt am Freitag von 9 bis 15.15 Uhr oder so. Wenn irgendjemand wirklich nicht kann, und mit wirklich meine ich so wirklich, wirklich nicht, und nicht, ich habe einfach nur keine Lust am Freitag, sondern so wirklich, wirklich nicht, dann können wir auch einen Ausweistermin finden. Aber versucht euch da bitte für diesen Freitag einzutragen. Wir haben den gesamten Zeitspanne dafür Zeit, und das sollte eigentlich, hoffe ich, funktionieren und klappen. So, jetzt aber Fragen. Ich sehe keine, vielleicht tippt einer. Ja, eine Frage, gerne. Ja, sorry, nein, das ist, ja, also die Frage war wegen der 13 Uhr, denkt euch die 13 Uhr weg, es ist nur der 13., also der Freitag ist die Abgabe, und am Freitag machen wir auch direkt den Termin, das heißt, bis zu eurem Termin könnt ihr noch dran rumschrauben. Aber wenn ich das dann angucke, bis dahin, den Stand, den nehme ich als fix. Gut, weitere Fragen? Ich sehe keine. Gut, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, und wir sehen uns nächste Woche wieder, und ich hoffe, bis dahin habe ich die Fehler gefunden und wir können die ausmerzen. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche.